Dein Weg zu Gott. Hier ein paar wichtige Bibelverse, die jeder Mensch in seinem Leben lesen sollte. Gottes unermesslich große Liebe zu uns Menschen. Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott will Rettung für alle. 1. Timotheus 2, 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus ist unser Erlöser. Apostelgeschichte 4, 12. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden, unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Johannes 14, 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. 1. Petrus 3, 18. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Johannes 8, 24. Darum habe ich zu euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Glaubt an mich als den, der ich bin, wenn nicht, werdet ihr in euren Sünden sterben. Erkenne deine Schuld. Alle Menschen sündigen und sind somit von Gott getrennt. Römer 3,23. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Bekenne deine Schuld. 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Glaube an Jesus und dass er sein Leben für dich hingegeben hat. Apostelgeschichte 16,31. Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Lade Jesus ein, in dein Leben zu kommen. Johannes 1,12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Du bekommst ein neues Leben geschenkt. 2. Korinther 5,17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Christus lebt nun in dir. Ich wünsche dir Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt.